Hallihallo, hier ist mal wieder euer Korazu. Wie ihr seht, wir sind in der Stelle, wo wir aufgehört haben, wobei ich es geschafft habe, diese Flieger von unseren Hangars fernzuhalten. Und genau da wollen wir mal fortsetzen. So, denn gleich müsste... Genau. Unser anderer Flieger kommen, da kommt er. Aber mit ihnen ein Japaner, die wir doch gefräst loswerden wollen. Na, so. Mensch, das ging nur diesmal schnell. Gut, ausgezeichnet. Oh, Mensch. Jetzt beim ersten Mal. Nein, Spaß. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich es versucht habe. Ihr wollt es nicht wissen. Aber endlich haben wir es geschafft. Fantastische Arbeit, Jungs. Großartig. Vielen Dank. So, genau. Jetzt geht's auch direkt in die nächste Mission. Ja, ich war schon mal so weit und ich glaube, ich habe gut eine Stunde aufgenommen und dann festzustellen, dass der gesamte Ton nicht vorhanden war. Und da ich Nachvertonen nicht wirklich mag, mache ich alles nochmal von vorne. Ja. Wir haben das Flugzeug geheißen nach einem Major benannt, der bei Midway gefallen war, Henderson. Seitdem halten wir es mehr schlecht als recht und warten auf Verstärkung. Nachts halten uns die japanischen Schiffe auf Trab und tagsüber machen uns ihre Flugzeuge das Leben schwer. Ein Angriff steht kurz bevor. Das fühlen wir. Wir wissen nur nicht wann. Gutes Emblem. Colonel Edson hat uns auf eine Anhöhe südlich von Henderson Field verlegt. Er denkt, dass die Japaner dort angreifen werden. Ich wünschte, er würde sich irren. Es ist lange her, dass ich so ein Gesicht gesehen habe. Sie ist hübsch, Mann. Ja. Wir wollen heiraten, wenn ich nach Hause komme. Ich weiß, ich habe eine große Klappe, was Frauen betrifft, aber... Hört gut zu! Ich will, dass ihr Jungs euch auf das hier und jetzt konzentriert. Sir, ja, Sir. Wir allein stehen zwischen den Japanern und dem brandneuen Flugfeld. Wenn sie es kriegen... Können wir einpacken, Jungs? Unsere Patrouillen sind auf verstärkten Widerstand gestoßen. Wir erwarten den Angriff heute Nacht. Genau hier. Na, was für ein Zufall. Auf den Hügeln wurden mehrere Verteidigungsstellungen errichtet. Ich erwarte, dass ihr eure Stellungen bis zum Schluss verteidigt. Dann erst zieht ihr euch zurück. Denn stehen wir erst an unseren Artilleriestellungen, dann stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Ihr alle habt schon Brüder oder Freunde verloren. Wenn wir Henderson nicht halten, war ihr Tod umsonst. Dann wollen wir mal unser Bestes geben, ne? Wir halten die Stellung oder gehen unter. Jo, wie gesagt, ich habe das ja schon mal gespielt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Und Munitionsknappheit. Eindeutig Munitionsknappheit. So. Da Minipack. Da Minipack. Und mehrere MG-Nester. Achtet auf den Fluss! Im Wasser! Im Wasser! Es ist auf jeden Fall mal schön, dass wir die MG-Nester haben. So. Alles klar. So, ich weiß jetzt nicht mehr. Von welcher Seite die zuerst kommen? Ich glaube von der rechten, oder? Ja, da sieht man schon ein paar. So, na. Kommt her, ihr kleinen süßen Japanchen. Sie. Falls ihr euch befürchtet, dass wir die gesamte Aufnahme über so gehen, muss ich euch leider sagen, ja, zwar nicht an dieser Stellung, das kann ich schon mal verraten, aber das wird ziemlich lange hier so gehen. Nee, doch noch die Seite, okay. Na, komm schon danach. So, und ich glaube nicht, dass sie uns wirklich testen. Die wollen
ein bisschen mehr. Das war unser wunderschönes neues Flugfeld. Aber das gebe ich nicht mehr her. So. Wieder diese da. Genau. So. Nach Land. Mensch. Immer dann, wenn die Gegner auf ihn zuhören kommt, muss ich beim Nachland sein. Ich höre schon wieder überall stürmende Japaner, aber ich sehe keinen. Da. Also in der einen vergeigten Aufnahme war es zum Schluss so schlimm, dass ich absolut keine Munition mehr fürs MG hatte. Meine Pistole wirklich vertrauen musste und es noch jede Menge Gegner kam. Das war wirklich, boah. Ich hoffe, diesmal wird es nicht so schlimm. Ich weiß ja jetzt, dass es hier sehr knapp ist und versuche sehr sparsam umzugehen. Genau, langsam kommen unsere Geschütze. Das ist schon mal ein Zeichen, dass wir uns dem Ende... Nein. Ist er noch hier? Keine Ahnung. Ja, Munition kann ich leider jetzt nicht dienen. Ne? Ich habe selber zu wenig. So. Da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ja, ich würde sagen, es läuft. Okay. Stehen wir erstmal neben den Schützenkram und schießen rein. Ja, das ist, schnell nachladen. Gut. Ja, jetzt kommen wir mal von da. Aber ihr seht schon, die Munition wird wirklich knapp. Und ich habe wirklich, wirklich aufgepasst, dass ich hier nichts verschwende. Es ist hier grauenvoll. Das wird aber... Mission über so sein. Und da sind wir gleich schon out of money. Na super. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das geskriptet ist, ob eine gewisse Gegneranzahl einfach erledigt werden muss oder ob wirklich bestimmte Jungs sterben müssen, dass es weitergeht. Aber ja, noch müssen wir hier verteidigen. Munition brauchen wir alle, Junge. Munition brauchen wir alle. So. Karabiner sind zwar schön zielgenau, aber es ist grauenvoll in der Schussfrequenz. So. Ja, und beim Nachladen auch, aber naja. Wenn man sieht, da geht mir die Munition jetzt auch aus und das war wirklich beim letzten Mal genauso. Ich muss zum Schluss echt auf die Pistole gehen, damit ich überhaupt noch was machen kann. Steht doch ganz Zeit schon einer. Wow, okay, hier sind inzwischen sehr weit gekommen. Eieiei. Nein, geh weg. Kann bitte jemand endlich mal den Rückzugsbefehl geben? Bitte? Wow. Oh Mann. Komm schon, weiter geht's. Leute, komm schon. Hier geht mir ein bisschen gleich aus. So, ein bisschen Leben geholt. Was ist die rechte Flanke? Das ist überall, Junge. Mach mal den Move, du. Ich muss echt. Das Problem ist, die ist so unzielgenau. Unzielgenau, ja, ja, das Wort gibt's bestimmt. Schaut mal so nach. So unpräzise.
Oder kann ich das... Ach so. Ich kann das verursachen, indem ich... Okay. Indem ich wirklich zurückgehe. Das hätten wir auch mal vorher sagen können. Was zum Teufel ist hier los? Das siehst du doch früh genug. Was ist los? Ja, das siehst du früh genug, was hier los ist, du. Weiter oben auf dem Hügel ist deine Mörserstellung. Los, Tommy, an den Mörser. Ach, an dem... Hier gibt's einen Mörser? Ich bin hier mal was entgegengekommen. Aber welchen Folge denn? Sind wir doch auch hier? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist auch ein Ge. Ah, da. Oh. Wahrscheinlich ist nicht weit genug gewesen. Oh. Ich bin nicht gut im Mörsern. Wollen wir das so festhalten und einfach mal hier weggehen? So. Lassen wir das so. Lass mich nur. Schon. Alles wird nachgeladen. Ja, gut. So. Jungs, wir haben auf unserer linken Flanke japanische Patrouillen gesichtet. Lassen Sie sich von Parker durchchecken und sehen Sie dort unten mal nach dem Rechten. Alles klar, auf geht's. So. Dann wollen wir mal schauen, was sich da an unserer Flanke so tut. Wenn denn der Ladebalken will, jetzt wieder gut. Zack. Halt die Augen offen, Tommy. Ja, ich halte die Augen offen. Ich weiß genau, da oben kam jetzt eine Patrouille. Die lassen wir aber in Ruhe, weil die laufen hier nur drauf rum. Ne? Was hat eigentlich für eine Waffe? Ach, die. Dass man hier nicht so Waffen tauschen kann. So. Ach, dieser Baum. Doch, diesmal komme ich gleich rüber. So, genau. Und hier geht es jetzt immer abwärts. Denkt man sich, ne, überall tot die Japaner. Aber nichts tot. Die haben sich nur totgestellt. Unglaublich, oder? Das fühlt sich an, als wäre er direkt hinter mir. Hä? Der Feind kam von hier ins Gegner. Das habe ich verkackt, würde ich sagen, oder? Oh, oh. Ja. Ich bin klüger, weil ich weiß, dass da die Gegner sind, aber dann das hier. Na komm, schnell an. So. Gut, dann war das doch wieder ein Fehler von meinerseits. Super. So. Ah, der Mann kam da von hinten, welches möchte ich mein beim letzten Mal nicht so. Egal. Gut, jetzt bin ich auch weiter vorgelaufen. Dann machen wir das wie folgt. Genau, den töten wir so. Und dann können wir direkt hier den machen. Natürlich, ich kann nicht durch die Blätter schießen, aber die Gegner. Das ist immer hier herrlich in diesem Spiel.
Für mich ist immer alles durch undurchdringbar. Wieso kommt da jetzt immer mehr? Sag mal. Was war das denn jetzt? Ja, ich weiß, dass sie kommen. Hä? Das war letztes Mal nicht so. Okay. Das wird mich jetzt langsam wirklich. Jetzt mal konnte ich da einfach durchschleichen. Kam keiner von hinten. So. Hier so. Das ist für ein Leichen. Bin dran vorbei. Ne, auf jeden Fall haben die gequatscht. Dachte ich, doch keine Leichen. Habt ihr eigentlich ganz ruhig einen nach dem anderen wegholen können? Vielleicht auch mein Teamkamerad damals so gut mal gespielt, dass ich das nicht mitgekriegt habe, aber. Ich finde es doch sehr dubios. So. Quatsch da. Was stehst du da rum? Wo kommt denn jetzt mal überall her? Ich will ja keine Lebensenergie. Sag mal. Letztes Mal sehe ich ganz genau. Du siehst. Hä? Okay. Ja, was auch immer du sagst. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich so einfach da durch und jetzt. Ich habe ja die Autospeicherstände, um hier dran vorbeizukommen, aber es sollte eigentlich nicht nötig sein. Die kommen sogar jetzt schon direkt hier an. Dann bleiben wir mal hier oben. Das war vielleicht die Patrouille, die hatte ich letztes Mal auch nicht abgeschossen, die da vorbeiliefen. Höchst dubios, höchst dubios. So. Jetzt kommen da noch mal welche. Ding. Ich will doch gar keinen Sprengstoff nehmen. So. Den vergeuden wir jetzt, weil wir jetzt ein volles Magazin haben. Zack. So. Hoffentlich waren das alle. Wir müssen zurück. Suchen wir die Leichen nach Geheimdokumenten. Ja, das mit den Geheimdokumenten kann man auch noch. Was? Wo waren die denn? Ich glaube, das Mal waren die irgendwo hier so. Aber kann natürlich sein, dass es nicht Ort, sondern gegnerabhängig ist, genau. Und da war der Gegner, und dann liegt es auch bei ihm. So. Gut, so. Haben wir Dokumente. So. Naja, hier war ja die Falle, genau. Da bin ich hinterher gerannt und dachte ich so, oh nein, Falle. Ich erinnere mich wieder. So. Damals habe ich versucht, die einfach so auszuräuchern.
Ist das schon ein toller Schuss? Hier schießt gerade keiner von uns. Wieso? Achso, weil das unsere waren, stimmt ja. Ups, hat keiner gesehen. So, wie gesagt, es ist oft hier MG-Action. Aber wenigstens sind wir mal hinter den MG und nicht die Gegner wie zum Anfang. Ja, schnell nach rein. Schön, ja. Zurück auf die Anhöhe. So, genau, zurück auf die Anhöhe. Nimm meine Hand, Tommy, ich zieh dich hoch. Alles klar, mach dies. Heißt nicht für noch einen Helm auf? So, und ich würde sagen, genau hier machen wir einen kleinen Aufnahmestopp. Dürften jetzt so um die 20 Minuten sein, dann kann ich schnell noch eine Kleinigkeit essen, trinken und dann geht's auch gleich weiter für mich mit der nächsten Aufnahme. Aber für euch, ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da. Falls ihr irgendwas zu kritisieren habt, ab in die Kommentare damit. Und zum Schluss habe ich auch noch eine kleine Frage. Grundlegend sowas wie Medal of Honor, solche Spiele, sprich purer Singleplayer-Story, ob davon mehr kommen soll oder wie gesagt, das soll lieber nur so ein kleines Ding zwischendurch mal sein. Würde mich auch interessieren, weil ich momentan so ein bisschen am Sortieren bin, welche Spiele habe ich, welche will ich mal let's playen. Also falls ihr da irgendwelche Gedanken habt, einfach damit in die Kommentare und dann sehen wir, was draus wird. Also, bis dahin. Und damit herzlich willkommen zu Endcard. Ihr kennt es ja schon, einmal links vom Bildchen gibt es die letzte Folge Medal of Honor. Und unter mir meine letzte Sonderfolge mit DBO. Ansonsten kann ich nur sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen da, abonniert, damit ihr nichts verpasst. Kommentare sind immer gern gesehen, sonst konstruktive Kritik ist. Und ja, ich würde sagen, zockt, denn das macht Spaß.